Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade ein Stück weit hinter dem Wanderparkplatz Schwalbern und für uns geht es heute hinauf zum Heuberg. Viel Spaß mit dem Video. Vom Parkplatz Schwalbern starten wir unsere Tour auf den Heuberg. Wir folgen dem Forstweg zunächst durch den frisch verschneiten Wald bis zu den Daphnerwaldalmen. Vorbei an einem mit Christbaumkugeln und Ostereiern geschmückten Baum kommen wir auf den Aufstiegsweg von Nussdorf. Dann verlassen wir den Wald und erreichen das weitläufige Almgelände, von wo wir bereits die Aussicht auf Spitzstein und Kranzhorn genießen können. Ohne Pause lassen wir die Alm hinter uns und folgen dem Steig weiter bergauf in Richtung Heuberg. Kurz nach dem Abzweig zur Wasserwand erreichen wir dann bereits das Gipfelkreuz. Nach der Gipfelpause steigen wir auf unserem Aufstiegsweg wieder bergab. Gerade im unteren Teil wird es dabei teils ziemlich rutschig, da die Sonne bereits den Schnee auftaut und der Weg somit ziemlich matschig wird. Zurück an der Alm folgen wir dann wieder dem Forstweg bergab zum Wanderparkplatz.